Liebe Freunde von Einfach Klettern, in unserer Videoserie Einfach an den Fels kommt immer wieder mal eine Selbstsicherungsschlinge zum Einsatz, beispielsweise beim Abseilen oder auch beim Umbauen am Top. Und obwohl das eigentlich nichts anderes ist als eine Schlinge und ein Karabiner, haben wir uns entschieden, ein eigenständiges Video dazu zu machen, das, was du gerade schaust. Denn es gibt einige alternative Produkte und auch sicherheitsrelevante Aspekte, die du kennen und beachten solltest. Ich habe hier auf diesem Tisch alle Produkte ausgebreitet, die heute in diesem Video vorkommen. Du findest in der Videobeschreibung Affiliate-Links. Wenn du diese nutzt zum Kauf, bedeutet das, dass das Produkt für dich nicht teurer wird, wir aber eine kleine Provision erhalten. Wenn du nichts von alledem brauchst, dann lass uns einfach ein Like oder ein Abo da. Kostet nichts und bedeutet uns viel. Einfach klettern wird präsentiert von Scarpa und Edelrit. Wir gehen jetzt zusammen die Schritte durch bis zu einer fertigen Selbstsicherungsschlinge. Schritt 1 ist die richtige Länge der Bandschlinge wählen. 30 cm ist relativ offensichtlich, das ist zu kurz. Davon können wir uns verabschieden. Dann habe ich hier die 90 cm lange Version. Bei der ist es für mich so, dass ich vielleicht ganz knapp noch an den Umlenker, an den Fixpunkt rankommen würde. Aber ich wäre zu weit weg. Also das ist für mich, für meine Armlänge zu lang, zu kurz und ihr müsst mit der Hüfte ganz nah dran an den Fixpunkt, um ihn überhaupt klippen zu können, und zu lang lässt sich manchmal schwer verstauen. Für mich und für die allermeisten Kletterinnen sollte 60 cm ein guter Kompromiss und eine gute Länge sein für eine Bandschlinge. Wenn man beim Thema Bandschlingenlänge etwas flexibler sein möchte, gibt es dieses Produkt hier, das nennt sich Personal Anchor System. Und zwar hat das mehrere Schlaufen, die ineinander greifen, und man kann einfach, indem man hier eine zweite Schlaufe klippt, die Länge verkürzen. Kameramann Felix, der da steht, ist ein sehr großer Fan von diesem Produkt. Ich persönlich finde, dass es andere Produkte gibt, die günstiger sind, leichter im Handling und auch sicherer. Aber grundsätzlich ist das eine Möglichkeit, einfach ein bisschen spontaner auf die Situation am Fels reagieren zu können, was die Länge der Selbstsicherungsschlinge angeht. Bei der Suche nach der richtigen Bandschlinge werden euch vier Materialien begegnen. Hier an dieser runden Form zu erkennen, Aramid, auch Kevlar genannt. Dann hier sehr schön an der weißen Farbe zu erkennen, weil es sich sehr schwer färben lässt, das Polyethylen, was besser bekannt ist unter dem Markennamen Dyneema. Dann habe ich hier die etwas breitere Polyamidschlinge. Manche kennen dieses Material vielleicht unter dem Namen Nylon. Und hier haben wir ein Mischgewebe aus diesen beiden. Und zwar hat dieses Mischgewebe einen Kern aus Dyneema und einen Mantel aus Polyamid. Deswegen bewegt es sich auch in der Breite irgendwo dazwischen. Bei Edelrit heißt es TechWeb, aber da hat sich, glaube ich, noch kein Markenname so richtig durchsetzen können. Ich werde es auch Mischgewebe nennen. Zu Bandschlingen, ganz egal welches Material, muss man Folgendes wissen. Sie sind dazu gedacht, Haken zu verlängern, Felsköpfe einzufangen oder Sanduhren zu fädeln. In jedem dieser Fälle sind sie Komponenten eines dynamischen Systems, müssen also keine Energie aufnehmen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, aber Moment mal, so eine Expresse ist doch nichts anderes als eine Bandschlinge mit zwei Karabinern. Aber genau das meine ich ja, wenn ich sage Teil eines dynamischen Systems. Ich habe hier noch das dynamische Seil mit Seildehnung. Und da falle ich ja rein. Ich falle ja nicht direkt in die Expresse. Wir wissen also, Bandschlingen sind statische Haltesysteme, die nicht für einen dynamischen Lasteintrag konzipiert sind. Was heißt das auf Deutsch? Du sollst da nicht reinfallen. Und um das zu verhindern, ist es wichtig, dass die Selbstsicherungsschlinge durchgehend gespannt ist. Bei diesem Fixpunkt fällt es mir ganz leicht, weil ich da mit meiner Bandschlinge gerade so hinkomme. Hier sieht es schon anders aus. Wenn ich mit der Hüfte näher dran gehe, dann entsteht hier Schlappseil, Schlappschlinge. Und wenn ich jetzt falle, würde ich in meine Bandschlinge reinfallen, in meine Selbstsicherungsschlinge. Das wäre jetzt der Fall, dass ich meinen Umlenker, den Fixpunkt, in dem ich eingebunden bin, sogar überklettert bin. Und das ist natürlich der Worst Case. Wenn ich jetzt falle, falle ich die doppelte Länge der Bandschlinge, also mehr Energie kann ich gar nicht auf die Bandschlinge geben. Wichtig, achtet darauf, dass eure Selbstsicherungsschlinge durchgehend gespannt ist, denn sie ist nicht dafür konzipiert, Stürze zu halten. Für die Wahl des Bandmaterials wäre es jetzt natürlich ganz nützlich zu wissen, welche Schlinge hält denn am meisten aus, bevor sie reißt. Gerne würden wir euch jetzt mit ins Einfach-Klettern-Labor nehmen, wo wir unsere Messgeräte haben. Haben wir aber leider nicht. Dafür aber unsere Freunde von Edelrit. Und die haben genau das gemacht. Die haben ein 80-Kilo-Gewicht in eine 120 cm Bandschlinge geworfen und geguckt, wann die verschiedenen Materialien reißen. Wir sehen, dass die Schlingen aus Aramid und Dyneema bei einer vergleichsweise niedrigen Sturzhöhe schon reißen. Das liegt daran, dass sie wenig dehnbar sind, also auch wenig Sturzenergie aufnehmen können. Am besten schneidet ab, also am besten abschneiden heißt mit die größte Fallhöhe verzeichnen vor dem Riss, ist die Schlinge aus Polyamid. Sie ist dehnbarer, kann also mehr Energie aufnehmen, bevor sie reißt. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, ist es relativ logisch, dass
die Schlinge aus Mischgewebe, die eine Mischung aus diesen beiden Materialien ist, dazwischen liegt, also zwischen der Fallhöhe von Dyneema und der Fallhöhe für Polyamid. Jetzt sagt ihr vielleicht, das klingt ein bisschen dubios oder auf jeden Fall nicht besonders vertrauenserweckend, dass ihr eine Bandschlinge als Selbstsicherungsschlinge verwenden sollt, in die ihr nicht wirklich reinfallen dürft, also in die ihr gar nicht reinfallen dürft. Und da muss man nochmal erwähnen, dass diese Schlingen nicht dafür konzipiert sind. Sie wurden einfach jahrzehntelang in Ermangelung von Alternativen dafür genutzt. Diesen Anwendungsfall der Selbstsicherung, für den es keine genaue Regelung gab, der wurde jetzt geregelt. Es wurde eine Norm eingeführt, ich muss kurz rüberschielen, die EN17520 Norm. Und zwar die regelt, welche Kriterien eine Schlinge erfüllen muss, um als selbstsicherndes Verbindungsmittel genutzt zu werden. Und ich habe hier drei solcher Produkte, die dieser Norm entsprechen. Es ist ein dynamisches Verbindungsmittel und dadurch ist gewährleistet, dass sogar im Worst Case, also wenn ich meinen letzten Fixpunkt komplett überklettert habe und dann falle, kein Glied im Sicherungssystem reißt. Der Totalabsturz wird verhindert, weil ich mit Seil ein dynamisches Verbindungsmittel habe. Will ich euch jetzt sagen, dass ihr nur Selbstsicherungsschlingen verwenden solltet, die der Norm entsprechen und dass wir uns hier die ganze Seite des Tisches gar nicht mehr angucken müssen? Nein, das habe ich nicht vor. Trotzdem kann ich in einem Video über Selbstsicherungsschlingen nicht unerwähnt lassen, dass es ganz klar geregelt ist, was eine Selbstsicherungsschlinge für Kriterien erfüllen muss. Und dass es auch zahlreiche Produkte von verschiedensten Herstellern auf dem Markt gibt, die dieser Norm entsprechen, also die Kriterien erfüllen. Die nehme ich jetzt aber trotzdem erstmal weg und lege sie zur Seite und wir widmen uns wieder unseren vier Materialien. Wir sind nämlich immer noch beim Punkt, welches Material wähle ich für meine Selbstsicherungsschlinge? Schauen wir uns das Ganze doch mal etwas genauer an. Nehmen wir erstmal Aramid. Aramid ist am wenigsten dehnbar, beziehungsweise das Material, was am wenigsten Energie auffangen kann, also am schnellsten reißt. Zudem finde ich auch, dass es das Material ist, das am schlechtesten im Handling ist. Also die Knoten lösen sich durch die Steifheit relativ schnell wieder. Dann habe ich hier eine relativ große Naht, die bei allen anderen deutlich kleiner ausfällt. Bei den drei verbliebenen Bandschlingen ist es nicht mehr so leicht, eins auszuschließen oder auszusuchen, weil es in meinen Augen hier jetzt ein Trade-off, ein Abwägen zwischen Handling und Sicherheitsreserven gibt. Dyneema ist zwar das Material, was am ehesten reißt, aber es ist super cool für Knoten, also man kann, die Knoten ziehen sich richtig schön zu, das Material ist leicht, also einfach ja, ein leichtes Material, was toll im Handling ist. Am anderen Extrem habe ich halt die Polyamidschlinge, wie gesagt, ne, da habe ich am meisten Sicherheitsreserven, aber die Knoten, gerade wenn ich einen kleinen Karabiner habe, sind recht unübersichtlich, lösen sich auch ganz gerne mal wieder. Man muss sich ein Stück weit zwischen Handling und Sicherheitsreserven entscheiden. Das Mischgewebe liegt sowohl bei Handling als auch Sicherheitsreserven genau in der Mitte. Ich suche jetzt keinen Gewinner aus. Ich mache mit allen drei Materialien weiter. Wir bauen einfach drei Selbstsicherungsschlingen. Ganz egal, für welches Material ihr euch entscheidet, die Bandschlinge muss an den Gurt und das machen wir mit einem Ankerstich. Und das Einzige, was ihr dabei beachten müsst, ist, dass die Naht weder hier unten im Ankerstich ist, noch hier oben, denn da wollen wir später den Karabiner fixieren. Eine Alternative zum Anbinden im Zentralring ist die durch die beiden Stege. Am besten, ihr prüft in der Gebrauchsanleitung eures Gurtes, welche Anbindungsarten für Selbstsicherungsschlingen vorgesehen sind. Ich präferiere das Anbinden durch den Zentralring, weil ich finde, dass die Gewichtsverteilung einfach angenehmer ist, wenn ich durch den Zentralring gehe. Diese zwei Karabiner haben gemeinsam, dass man sie nicht für eine Selbstsicherungsschlinge verwenden sollte. Wir haben hier einen Twistlock-Karabiner. Was macht ihn riskant für den Einsatz als Selbstsicherungskarabiner? Es ist vorstellbar, dass einfach durch Reibung, also ne, ich habe ein bisschen nachgeholfen, dass der Karabiner sich selbst ausklippt. Und auch dieser Karabiner hier, der hier so einen kleinen Knopf hat, das reicht einfach nicht aus. Es kann einfach zu leicht zur Situation kommen, indem eine Bandschlinge oder ein Seil diesen Knopf runterdrückt und es zum Aushängen der Bandschlinge kommt. Jetzt habe ich hier nur noch Karabiner liegen, die grundsätzlich als Karabiner für eine Selbstsicherung in Frage kommen. Und was jetzt passiert, ist im Endeffekt Geschmacksfrage. Ich werde nach meinen persönlichen Präferenzen, nach meinem Empfinden, die Karabiner aussuchen, mit denen ich gleich drei Selbstsicherungsschlingen basteln möchte. In dieser Reihe haben wir hier zwei Push-and-Twist-Karabiner. Das heißt, ich kann nicht sofort drehen, wie beim Twistlock, sondern ich muss erst einmal hochschieben und dann drehen. Das hier ist genau das gleiche Prinzip. Hochschieben, dann drehen.
Ich bin grundsätzlich kein so großer Fan von Push-and-Twist-Karabinen, wobei beim Sicherungsgerät finde ich es okay, da kann man es gerne machen. Wie ihr seht, einhändig ist das nicht so einfach, eher besser gesagt sehr schwer. Ist nicht mein Favorit. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das anders seht, ob ihr das genauso seht. Also Push-and-Twist-Karabiner kommen bei mir nicht an die Selbstsicherungsschlinge. Dann habe ich hier zwei Karabiner, wo man so zwei Punkte an der Seite zusammendrückt, um sie öffnen zu können. Hier ein recht ähnliches Prinzip. Ich drücke hier, dann klick, kann ich es öffnen. Und wenn ich nicht drücke, öffnet es sich nicht. Es spricht eigentlich nichts dagegen, gegen diese zwei Karabiner. Ich habe auch einfach, wenn es um selbstverschließende Karabiner geht, einen Favoriten. Der ist auch von der Verschlusssicherheit am höchsten eingestuft. Der hat hier so einen kleinen Punkt. Da drückt man drauf. Und das ist einfach der Karabiner, den ich vom Handling persönlich am besten finde. Ihr müsst mal schauen, es gibt den in verschiedenen Größen. Wenn er zu groß ist und man mit dem Daumen irgendwann nicht mehr an den Punkt rankommt, wird es kompliziert. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt für jede Handgröße gibt es da einen passenden Karabiner. Jetzt haben wir hier drei Schrauber, die sich im Endeffekt einfach nur in der Größe unterscheiden. Ich bin ein Fan von kleinen Schraubern oder von kleinen Karabinern bei der Selbstsicherungsschlinge. Manchmal ist halt wenig Platz im Umlenkerring oder beim Mehrseilring, wenn mehrere Seilschaften am gleichen Standplatz sind. Und dann kann manchmal das der Unterschied sein zwischen, ich passe mit meiner Selbstsicherungsschlinge noch rein in den, in den Ring oder nicht. Daher bin ich ein großer Fan von kleinen, dünnen, schmalen Schraubern. Und hier haben wir eine Mischung. Ich habe hier auch so einen kleinen Punkt, den ich drücken muss, bevor ich den Karabiner öffnen kann. Es ist vom Prinzip her ein Schrauber. Das heißt, zum Schließen brauche ich den Punkt nicht drücken, aber wenn er einmal zu ist, rastet dieses kleine Knöpflein ein. Ja, er ist einfach so eine gelungene Mischung aus einem Schrauber und diesem Ballpoint-Karabiner. Ich habe drei Schlingen, ich brauche noch zwei Karabiner und entscheide mich hier einfach für die kleinste, leichteste Version. Und ja, und dann nehme ich auch noch den Karabiner, der quasi eine Mischung aus beiden ist. Das sind die drei Karabiner, die ich mir ausgesucht habe. Es ist aber vollkommen okay von denen, die sicher sind, wenn ihr zu einem anderen Karabiner kommt, der für euch der richtige ist. Die Dyneema-Bandschlinge kriegt den kleinen, das ist quasi Team Leicht. Und dann die Schlinge aus Mischgewebe bekommt den mittelgroßen Karabiner und hier oben Polyamid und der große Ballpoint. Den gibt es natürlich auch in kleiner, das wäre vielleicht ein bisschen passender. Jetzt haben wir eine Schlinge und einen Karabiner und wir wissen auch schon, wie wir sie mit dem Gurt verbinden. Aber es ist noch nicht vorbei, weil wir möchten auch noch den Karabiner mit der Bandschlinge verbinden. Es ist ratsam, dass ihr eure Bandschlinge fixiert. Sie lose im Karabiner zu haben, birgt die Gefahr, dass ihr den Karabiner beim Klippen aus der Schlinge nehmt und lediglich den Karabiner in den Haken hängt. Ohne Schlinge. Und das geht entweder über einen Ankerstich oder über einen Mastwurf. Wenn ihr nicht wisst, wie der Mastwurf geht, wir haben ein Video, in dem wir euch das zeigen, das verlinken wir für euch. Aber so fixiert ihr per Mastwurf den Karabiner. Bei der breiten Polyamidschlinge würde ich eher zu einem Ankerstich tendieren. Und hier bei der dritten Schlinge, Felix, was soll ich machen? Ankerstich oder Mastwurf? Mastwurf. Mastwurf. Ich drücke den kleinen Knopf. Und dann kommt hier ein Mastwurf hin. Jetzt habe ich hier meine drei Bandschlingen fertig. Aus Polyamid, aus Mischgewebe und aus Dyneema mit drei verschiedenen Karabinern. Und ich kann es nicht häufig genug wiederholen, ganz egal für welches Material ihr euch entscheidet oder für welchen Karabiner, ihr dürft da nicht reinfallen. Ihr könnt Abwägungen zwischen Handling und Sicherheitsreserven durchführen, aber es ist eigentlich in der Anwendung dann ganz egal, was ihr ausgesucht habt, reinfallen ist tabu. Bei der Fixierung des Karabiners mit einem Mastwurf ist es wichtig, dass beide Stränge gleich lang sind, also gleich belastet werden. Ist ein Strang kürzer, reduziert das die Festigkeit der Bandschlinge deutlich und würde bei einem Sturz das Reißen der Bandschlinge deutlich wahrscheinlicher machen. Also keine Schlappschlinge beim Mastwurf, beide Stränge gleich lang, gleich belasten. Wir haben euch vor ein paar Tagen bei Instagram gefragt, ob ihr zum Sportklettern eine Selbstsicherungsschlinge benutzt. 60% haben ja gesagt. 40% Nein. Ich gehöre auch zur Fraktion Nein. Beim Sportklettern nutze ich eine Echse oder Echsenkette. Manchmal reicht hier so eine
etwas längere. Meistens ist es dann doch bequemer und notwendig, eine Echsenkette zu verwenden. Wenn ich jetzt diese Echsenkette entlasse, was ich nicht tun sollte, kann ich beim Wiederreinsetzen das Pech haben, dass hier die Echsen sich ausklippen und ich in die letzte Zwischensicherung hoffentlich oder im Worst Case komplett abschmiere, was wir natürlich nicht wollen. Wenn es aber doch mal nach Arcor oder nach Aupierre oder die Calanque geht und ich in Mehrsaarlängenrouten einsteige, dann greife ich definitiv zu Produkten dieser Kategorie, also zu dynamischen Selbstsicherungsschlingen. Man denkt sich, ach komm, ich hänge schon mal den Dummy Runner ein oder beim Seilabziehen verhakt sich das Seil über einer Nase. Man denkt sich, das ist ja gar nicht weit weg. Und dann ist es, finde ich, unabdingbar, eine solche Selbstsicherungsschlinge am Gurt zu tragen. Ich habe hier eine Selbstsicherungsschlinge, die nicht längenverstellbar ist. Das ist einfach eine festgelegte Länge. Das sind 75 cm und die wird hier per Ankerstich mit dem Gurt verbunden. Und hier ist schon eine Schlaufe für den Karabiner. Genau. Und so hakt man das ein. Ich bin ein Fan von längenverstellbaren Selbstsicherungsschlingen. Also das hier ist die Petzl Adjust. Die wird hier per Ankerstich mit dem Zentralring des Gurtes meinem Arm verbunden. Und die hat halt den Vorteil, dass wenn ich jetzt hier in meinem Fixpunkt hänge, dass ich durch Ziehen einfach ja, die Länge der Bandschlinge der Entfernung anpassen kann, die ich gerade brauche. Wenn ich ein bisschen besser an den Umlenker rankomme durchs Kürzen, kann ich es einfach kürzen und kann es auch wieder länger machen. Und auf diese verstellbare Selbstsicherungsschlinge freue ich mich sehr. Sie ist nämlich die einzige Schlinge am Markt, die auch nicht nur unter Belastung gekürzt, sondern auch verlängert werden kann. Das bedeutet für mich, beim Abseilen, da gibt es ja diesen Moment, wo man sich ranzieht, um zu gucken, also um die Selbstsicherungsschlinge zu entlasten und zu wissen, okay, ich hänge jetzt in meinem Abseilgerät drin. Und das geht jetzt ganz leicht. Ich kann einfach mir selber Seil geben, also meiner Selbstsicherung Seil geben. Und dann entferne ich mich vom Ankerpunkt und irgendwann übernimmt das Abseilgerät. Und deswegen freue ich mich auf meine nächste Mehrseillänge mit der Switch Adjust. Ich denke, es ist ganz gut ersichtlich geworden, warum wir uns entschieden haben, dem Thema Selbstsicherungsschlinge ein eigenes Video zu widmen. Ich hoffe, du hast durch dieses Video etwas gelernt. Wenn du uns unterstützen möchtest, du findest in der Videobeschreibung Links zu allen Produkten, die ich heute hier auf dem Tisch liegen hatte. Und wir freuen uns auch riesig über ein Like oder ein Abo. Das hilft uns, mehr solcher Videos zu machen. Schreib uns in die Kommentare, welche Art der Schlinge du für welche Spielart des Klettern nutzt. Wir sind gespannt zu erfahren, ja, wie ihr das so macht mit der Selbstsicherungsschlinge.